Sachen praktisch noch in der Uhrzeitung, also mit dem Brian Eno, wo wir im Bild sehen, Roxy Music in Montreux. Thank you.
Genau vor 10 Jahren, Ende April, also 1973, auf der Bühne in Montreux, anlässlich von der Rose d'Or. Ein knappes Vierteljahr später hat bekanntlich ja der Brian Eno die Gruppe verloren. Die Spannung zwischen ihm und dem Brian Ferry ist zu gross geworden. Der